Herzlich willkommen auch unsere Aufzeichnungszuschauer. Hallo, winke, 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 winke. Und wieder zur Vorlesung unserer Mini-Uni der Next Scientists for Future vom Weltrat, die wissenschaftliche Tagesschau heute. So, dann wollen wir mal schauen, mit was beginnen wir denn? Erstmal damit, dass wir uns die Themen hier holen. Die Themen für heute, das müsst ja jetzt hier, die Glocke müsste ja eigentlich das bringen. Ja, da ist das Thema. Gut, hier ist unser Thema. Vielleicht kann ich das sogar noch ein bisschen bewegen. Nee, tut sich nichts. Dann lassen wir das, machen wir das ein bisschen größer noch. Ja, Next Scientist for Future is live. Kapitalismus ist eine Sekte mit Gehirnwäsche. Ja, gestern habe ich 2 Stunden einen jungen Mann beraten, der also dabei ist, ein Projekt aufzubauen, so circa 11 Leute schon an der Hand hat und so weiter. Und auch ein Gelände in Chemnitz, Chemnitz, ne? Mal gucken, ob man auf uns hört oder den Gegner unterschätzt, ja? Denn man muss sich klar sein, wir sind alle in der Sekte Kapitalismus aufgewachsen, sind einer drastischen Gehirnwäsche unterzogen worden. Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung mit parasitären Memen, Killerviren des Geistes, irrationalen Kognitionen, kurz gesagt mit Massen an vorteilbringenden Irrtümern all der verschiedenen Sparten. Am gefährlichsten sind natürlich die vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte, mit der wir selber Gelder verdienen, denn da neigt das Gehirn dazu, diese vorteilbringenden Irrtümer um jeden Preis zu erhalten. Also das heißt, es wird um die Frage gehen, schafft man es überhaupt, in dem Moment, wo man umgeben ist von einer ständig weiterlaufenden, sozusagen, von einer ständig weiterlaufenden Gehirnwäsche der Sekte Kapitalismus, schafft man es überhaupt dabei, frei von den vorteilbringenden Irrtümern, also dem wesentlichen psychischen Defekten zu werden? Ganz abgesehen davon, dass ja im Kapitalismus auch so viele Gifte herumschwirren, dass wir oft auch psychotische Gehirnstörungen haben bei vielen Menschen. Denken Sie nur dran, zu viel Haschisch, Psychosen oder andere, ja, Halluzinationen, also Verwechslung von außen und innen und so weiter. Also der Kapitalismus greift die Gehirne an mit 2 Dingen, mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, mit der Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten und mit den ganzen Giften, die dann auch noch psychotische Gehirnstörungen dazu holen. Und durch beides werden die Menschen wahnsinnig, verrückt, irre und was auch immer und sind sie geworden. Und die jetzt in einer Gemeinschaft, das geht nur mit der besten Supervision der Welt und die kann halt nur Weltrat und Next Scientists for Future liefern. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben die ganzen technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir haben denen jetzt 10 Termine, 10 wöchentliche Termine angeboten, wo sie gucken können, wo die meisten von den jungen Leuten können. Und bin ich mal gespannt, ob da welche ankommen in Online- und Telefonkonferenz-Talks, wo wir mit Supervision und also an dieser Gemeinschaft arbeiten können, an dem Entscheidenden, nämlich diese Gehirnwäsche der Kapitalismus-Sekte rauszuschmeißen und zu gucken, ob es auch Gehirnvergiftungen gibt bei einzelnen Leuten. Da muss man da ja auch noch die Entgiftungen anregen und so weiter. Denn diese Gehirnvergiftungen, es reicht ja schon die ganz normale kapitalistische Ernährung, um Gehirnvergiftungen zu begünstigen. Ne? Ja, dann geht's hier weiter mit dem nächsten Thema. Dann habe ich mal gegoogelt, das Gehalt von Top-Managern in Deutschland beträgt so ungefähr bis zu, sogar über
1 Million Euro pro Monat. Und die Gemeinwohlökonomie, wir empfehlen ja die GWÖ, also Gemeinwohlökonomie, GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung von Next Scientists for Future und Weltrat. Wir empfehlen ja die GWÖ-GWO-Kombi und GWÖ-GWO-Diskussion als die einzige Chance zu einer politischen Weltrettung, wobei ja so eine Kommune oder Gemeinschaft so ein Versuch ist, in der Sekte Kapitalismus eine gesunde Insel aufzumachen. Unendlich schwierig, aber von mir aus gerne, kann man gerne versuchen. Ne? Ich stehe da ja gern als Supervisor zur Verfügung. Ja, ja und jetzt geht also die Gemeinwohlökonomie, ja, die geht ja also hin und sagt also quasi, nee, liebem Top-Manager, ihr kriegt in Zukunft nur noch 30, zum Beispiel 30.000 pro Monat statt 1 Million. Nehmen euch also quasi mal so 970.000 Euro jeden Monat weg. Und dann geht man davon aus, dass die dann Hurra schreien und sagen, super, ihr Linksradikalen und Linksextremen, ihr wollt mir uns mal wieder Geld wegnehmen, ja, und super, ich freue mich darüber und ich bin ganz glücklich darüber. Nee, die werden ihre Koffer packen und werden Deutschland verlassen und dann gehen wahrscheinlich auch die deutschen Unternehmen, weil sie genau wissen, dass sie mit einem Top-Manager bei Mercedes oder VW oder wo auch immer, der 30.000 Euro im Monat nur kostet und auf dem Markt nur 30.000 Euro wert ist, weil die dann wissen, dass sie bald pleite sind. Ne? Weil ein 20-klassiger Manager, der kann nichts. Ne? Und der wird das Ganze natürlich ganz schnell kaputt wirtschaften. Also werden die auch die deutschen Unternehmen, alle großen Unternehmen werden flüchten aus Deutschland. Und das ist halt gerade die Sache. Die Gemeinwohlökonomie ist sehr beliebt, weil sie so linksradikale Töne hat und linksextremistische Töne hat, während wir nur bodenständig links sind und vernünftig und die Realität sehen. Aber na gut, diese linken, linksradikalen Träume, das ist halt leider ein Großteil der Fans der Gemeinwohlökonomie von Christian Fellmann. Ne? Und da müssen wir darüber diskutieren. Deswegen die GWÖ-GWO Diskussion und dann die daraus resultierende GWÖ-GWO-Kombi, das wäre der Weg der Weltrettung. Die Frage ist nur, kann man mit Linksextremisten überhaupt reden? Das wird sich zeigen. Ja? Das wird sich alles zeigen. Ja? Und dann, ja, und denn 30.000 Euro, da würde ein Top-Manager schon in Deutschland bleiben, wenn die Lebensqualität top ist. Aber die GWÖ hat im Gegensatz zur GWO kein Messinstrument für Lebensqualität und damit gar keine Möglichkeit, einen Evolutionsprozess in Richtung super hohe Lebensqualität auszulösen. Denn es fehlt ja das, was bei der GWO entscheidend ist, dass wir erfassen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und damit Lebensqualität. Und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden, also von Behörde bis Firma bis Einzelperson, alles, was arbeitet, wird geguckt. Wie entwickelt sich Wohlfühlen, damit Lebensqualität, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, also Lebensqualität. Und ein bisschen wird auch geguckt auf Wohlstand. Wie entwickeln sich diese vier Größen? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden. Ja, wenn so eine Evolution dann ausgelöst wird in Deutschland, in der wir alle über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften vielleicht wieder alle zurück ins Paradies, ins relative Paradies dürfen, also in die Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen, wie wir sie vor 400.000 Jahren noch ungestört durch die Erfindung der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, des Tauschhandels genießen durften, dann kann man das sozusagen, dann kann man die Manager auch mit 30.000, könnte man die da behalten. Aber da das die GWÖ wieder gar nicht kann,
werden die Manager abwandern und Deutschland wird ein bettelarmes Land und die GWÖ alleine wäre der Ruin der deutschen Volkswirtschaft, ja. Dann kommen noch so Töne wie Konzerne zerschlagen und so weiter, immer wieder. Und ich habe leider gesehen, gerade in der neuesten Sendung von Felber fing er wieder an mit diesem Faktor 10, Faktor 20. Das Faktor 10 würde sogar bedeuten, Monatsgehalt von circa 15.000 Euro. Faktor 20 würde eben bedeuten, Monatsgehalt deckeln auf eher 30.000. Also ich habe schon die hohe Zahl genommen. Felber neigt eher dazu, mit seinen Linksextremisten bei seinen Vorträgen eher zu träumen von 15.000 pro Monat. Ja, und das heißt also, dass wir jedem Topmanager, sagen wir mal, ungefähr, ja, 985.000 Euro jeden Monat wegnehmen wollen. Und was geben wir ihm stattdessen? Welche super Lebensqualität kann die GWÖ gar nicht bieten, weil sie dafür gar kein Messinstrument hat, weil die Bilanz gar nicht die Lebensqualität der Kunden misst, der also weder Wohlfühlen noch Gesundheit noch, da ist ja Bhutans Bruttonationalglück vielleicht noch besser, ja, trotz aller Mängel, aber also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden wird nicht erfasst in den Gemeinwohlbilanzen. Wo ist denn die Gemeinwohlbilanz eines Arbeitsamtmitarbeiters und seiner Tendenz, also möglichst viele Arbeitslose zu erzeugen, damit er aufsteigen kann in der Hierarchie des Arbeitsamtes? Alles fehlt. Deswegen braucht es die GWÖ-GWO-Kombination als einzige Chance für die Menschheit. Ne? Ja, und jetzt stoppe ich mal als erstes. Und das war jetzt diese ganz kurze heutige Vorlesung mit wichtigen Punkten. Ich stoppe als erstes.